Es ist jetzt ungefähr eine Stunde her seit meinem letzten Beitrag. Wir hatten bisher noch keine Kunden und wenn die Tankstelle kein Tatort wäre, hätte ich vielleicht einen der anderen Mitarbeiter gebeten, die große Blutlache in Richtung der Abflüsse bei den Kühlregalen zu wischen. Für diejenigen unter euch, die nicht auf dem Laufenden sind, ist es vielleicht sinnvoll, erstmal meine früheren Beiträge anzuhören. Ich weiß nicht, wie Arnolds persönliche Pflegeroutine aussieht und bedenkt man seinen Schnurrbart, gehen vermutlich allein dafür bereits 20 Minuten drauf. Aber selbst wenn man das mit einrechnet, hätte er schon lange an der Tankstelle sein müssen. Ich rief ihn vor ein paar Minuten an, um sicherzugehen, dass er sich nicht wieder schlafen gelegt hat und um sicherzugehen, dass ich mir den ersten Anruf nicht bloß eingebildet hatte. Die Unterhaltung lief etwa wie folgt ab. Ja? Hey Arnold, bist du unterwegs? Ihr müsst warten. Wir hatten einen kleinen Notfall. Okay. Die Straße zwischen der Stadt und euch ist blockiert. Okay, welche? Alle. Sogar die Feldwege. Das muss ein verrückter Sturm gewesen sein. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Alle Straßen sind komplett mit Bäumen bedeckt. Aber, weißt du, nicht umgefallene Bäume. Die Teile wachsen einfach mitten aus der Straße. Ich versuche schon den ganzen Morgen einen Weg außen herum zu finden, aber ich gebe es auf. Ich werde mich vermutlich gleich zu Fuß auf den Weg machen. Durch die Bäume hindurch. Nur um sicher zu gehen. Du hast gesagt, dass Spencer Middleton sich letzte Nacht gemeldet hat. Gab es weitere Kontakt mit ihm? Nun, technisch gesehen ist er gerade hier. Er kam rein und ein paar Sachen sind passiert und jetzt ist er tot. Was? Verstehe ich dich richtig? Es gibt eine Leiche an der Tankstelle? Ich habe ihm das alles schon erzählt. Mann, ich vermisse wirklich Tom. War dir das nicht klar? Es tut mir leid. Antwortete er. Als das Telefon vorhin geklingelt hat, hat es mich aus diesem seltsamen, schönen Traum über einen dunklen Gott gerissen, der mich in seiner ewig währenden Gnade rief, mich bei der Hand nahm und mich dann in das gesegnete Reich des Vergessens führte. Er befreite mich von allen Schmerzen und Leiden dieses sterblichen Gefängnisses und nährte mich wie ein Kind. Er lud die gesamte Welt in ein Reich höherer Existenz ein und erteilte mir das Privileg, mich in seine glorreiche Knechtschaft zu begeben. Okay, sagte ich. Ich schätze, ich sehe dich dann, wenn du hier bist. Ich habe dann aufgelegt und geschaut, wie der Akkustand des Telefons war. Knapp über 50%. Und was ist los gewesen? Fragte Benjamin. Arnold ist zu Fuß unterwegs, aber wir haben vielleicht ein anderes Problem. Heilige Scheiße, seht ihr das? Fragte Carlos und zeigte aus dem Fenster. Ich konnte von meiner Position hinter dem Tresen nicht sehen, auf was er zeigte, und ich hatte nicht wirklich Lust, über eine Leiche zu humpeln, nur um es herauszufinden. Was ist los? Fragte ich daher. Da sind ein Haufen nackter Leute auf der Straße, die hierher kommen, antwortete Carlos. Was redest du da für einen Scheiß? Rief Marlboro, der sich auf einmal stark für das Geschehen interessierte. Das sind nicht irgendwelche Leute. Ich kenne die. Das ist Marler und Tyler und da ist Fred. Und zumindest waren das die Namen, die ich ihnen gegeben habe. Benjamin ging zur Slushy-Maschine und fragte über die Schulter. Sind das Freunde von dir? Eigentlich Familie. Nun, das waren sie zumindest, bevor sie verschwunden sind, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie so aussahen. Wie? Fragte ich, als ich anfing, ein unbehagliches Gefühl zu bekommen. Wie? Er brauchte eine Sekunde, um die Worte zu finden, aber alles, was er fand, war... Sie sehen komisch aus. Die Gruppe bewegte sich weiter in Richtung der Tankstelle und sie waren jetzt nah genug, dass ich sie auch sehen konnte. Es waren mindestens ein Dutzend Menschen komplett nackt. Umso näher sie kamen, umso mehr Details konnte ich erkennen und umso mehr wünschte ich mir, dass ich das nicht könnte. Ihre Augen waren milchig und blass, Maden krabbelten aus entzündeten Wunden am ganzen Körper, ihre Haut war schmutzig und von Läsionen und Prellungen bedeckt. Marlboro hatte recht, sie sahen komisch aus. Ich bin mir sicher, dass ihr diese klassische Art kennt, in der sich Zombies in Hollywood-Filmen bewegen. Die wankenden, untoten Körper mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten. Der erschreckendste Teil dieser Menschen, welche sich den Eingangstüren der Tankstelle näherten, war, dass sie zu 100% normal liefen. Es gab ein lautes Krachen, das uns alle dazu brachte, mit unserem vermutlich unhöflichen Starren aufzuhören. Wir drehten uns alle um zu sehen, wie Benjamin die Slushy-Maschine umgeschmissen hatte und gerade versuchte, sie über Spencer in Richtung der Türen zu ziehen. Das klebrige, sirupige Getränk lief überall auf dem Boden, mischte sich mit dem geronnenen Blut und bedeckte den Boden in einer roten, braunen und violetten, viskosen Suppe. Wir werden so ein großes Insektenproblem nach dieser ganzen Aktion haben.
Marlboro und Carlos brauchten gar nicht zu fragen, was los war. Sie erkannten sofort den Plan und begannen, alles zu packen, was nicht nito-nagelfest war, und es vor den Türen als Barrikade aufzubauen. Ich hätte ja geholfen, wenn es nicht dieses gebrochene Bein gegeben hätte. Außerdem sah es so aus, als hätten sie alles unter Kontrolle. Glaubt ihr, Jungs, ihr könnt lang genug am Leben bleiben, bis die Hilfe hier ankommt? Fragte Benjamin. Wir haben fast 90 Jahre Erfahrung, damit am Leben zu bleiben, wenn man uns zusammenrechnet, scherzte Carlos. Benjamin richtete seine nächste Frage an mich. Hast du irgendwelche Waffen hier? Das Einzige, was ich hatte, war ein halbleerer Benzinkanister in der Vorratskammer und einige wirklich harte Streifen Jerky. Aber er konnte sich natürlich alles nehmen, was nützlich erschien. Dann begann er MacGyver-mäßig einen Speer aus Stuhlbeinen und Glasscherben von der Getränkemaschine zu bauen. Vor etwa 10 Minuten ging der Strom an der Tankstelle aus. Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um ein im Dunkeln leuchtendes Haustier zu haben. Scheiß Waschbären. Benjamin sucht immer noch nach Waffen, während Carlos Dinge sucht, die er an der Vordertür verkeilen kann, und Marlboro hat sich die Hintertür vorgenommen. Vorausgesetzt, er ist nicht eingeschlafen. Nachdem Benjamin meine Krücken beschlagnahmt hat, fühle ich mich jetzt noch nutzloser. Daher dachte ich mir, warum nicht die Zeit nutzen, um alles schnell aufzuschreiben für den Fall, dass Arnold das nicht rechtzeitig hierher schafft. Also, für alle Fälle, möchte ich demjenigen, oder ist es denjenigen? Ich verwechsel das immer, der das hier findet, noch ein paar Dinge sagen. Zuerst möchte ich mich an die Besitzer wenden und mich für das ganze Chaos entschuldigen. Als nächstes an Sie. Es tut mir leid, dass wir uns nicht ein letztes Mal begegnet sind. Drittens, wer auch immer ständig Teer in den Graben vor der Tankstelle kippt. Ich hasse dich. Okay, das ist alles, was ich zu sagen habe, glaube ich. Es war ein seltsamer und verrückter Trip. Das war Jack von der Tankstelle. Ich melde mich zum letzten Mal ab. Ich bin nicht gestorben. Tut mir leid, dass es so lange her ist seit dem letzten Update. Ich habe gerade meinen Laptop von der Polizei zurückbekommen. Ich weiß, dass ihr euch wahrscheinlich fragt, was passiert ist. Naja, letzte Woche habe ich einen dunklen Gott getroffen. Wir waren stundenlang ohne Strom in der Tankstelle. Zu dieser Jahreszeit ist es kalt, also kuschelten wir uns um einen Teller mit Duftkerzen und aßen Schweineschwarten und Dosenbohnen. Marlboro schlief fast ein paar Mal ein, bevor Carlos beschloss, sich die Koffeinpillen hinter der Theke zu schnappen. Er verteilte sie und wir alle nahmen ein paar, spülten sie mit kaltem Kaffee runter und sagten uns selbst, es sei dafür, um die Wachsamkeit zu stärken. Aber alles, was die Pillen für mich taten, war eine Herzrhythmusstörung auszulösen. Es wäre schon lustig, wenn die Viecher es endlich schaffen, hier einzubrechen, nur um uns vier dann wegen Herzversagen tot fortzufinden. Nun, nicht lustig. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Carlos versuchte ein paar Mal ein Gespräch mit Benjamin anzufangen, aber der bärtige Mann war nicht sehr gesellig. Bist du in der Armee? Nee. Ich kannte da einen Kerl. Er war ein Ranger in der Armee. Du erinnerst mich an ihn. Okay. Diese Dinger da draußen. Irgendeine Ahnung, wie wir es zu tun haben? Hast du so etwas schon mal gesehen? Nee. Hast du Familie? Nee. Ich habe Spencers Telefon den ganzen Tag über überprüft, aber es hatte keinen Empfang mehr. Ich habe ein paar Mal versucht, 911 zu rufen, aber selbst die Anrufe sind nicht durchgekommen. Als der Akku 5% erreichte, habe ich es ausgeschaltet. Vielleicht wäre später noch nötig gewesen, einen Notruf abzusetzen. Irgendwann begann die Wirkung des Adrenalin und der Pillen nachzulassen und ich erinnerte mich daran, dass mein Bein ja immer noch von einer komplexen Fraktur heilte und vielleicht hätte ich nicht so schnell wieder zur Arbeit kommen sollen. Ich ging unbeholfen zur Theke, um meine Medikamente zu holen. Während ich dort war, fiel mein Blick auf das noch immer verpackte Paket im Regal unter der Kasse. Ich entschloss mich, es zu ignorieren und packte stattdessen die Mitarbeiter-Whiskyflasche, welche dahinter stand. Wir haben uns gesagt, es wäre, um die Nerven zu beruhigen, auch wenn es nur meine Herzrhythmusstörung verschlimmerte. Ein paar Stunden vergingen. Nachdem wir die erste Flasche vernichtet hatten, öffneten wir eine weitere. Dann stieg Marlboro mit Energy Drinks ein, weil wir etwas zu mischen brauchten. Irgendwann zog der ehemalige Kultist seinen Vorrat heraus und zündete einen Joint an und verwandelte, ohne zu fragen, könnte ich hinzufügen, die ganze Tanke in eine Räucherkammer. Ich konnte mich nicht erinnern, ob ich meine Schmerzmittel schon genommen hatte, also schmiss ich ein paar ein. Als die Sonne unterging, kreisten zwei Gedanken in meinem Kopf. Erstens, es wird wirklich verdammt früh dunkel. Und zweitens, dass wir vielleicht ein bisschen zu weit neben der Spur sind, um das zu bewältigen, was noch auf uns zukommt. Die Zeit wurde nur noch illusorischer als sonst, als der Laptop den Geist aufgab und wir keine Möglichkeit mehr hatten zu wissen, wie lange wir bereits ausharrten. Wir fingen an, die verstrichene Zeit in Kerzen zu messen. Unsere Snackvorräte und unsere Moral liefen um die Wette, was als erstes am Ende wäre. Irgendwann nahm mich Carlos zur Seite und fragte mich, was ich von Benjamin halten würde. Ich sagte ihm, dass er für diese Woche der netteste Typ war, der mir je eine Waffe ins Gesicht gehalten hatte. Carlos sagte mir, dass er ein komisches Gefühl hatte, was ihn betrifft.
ich erinnerte Carlos daran, dass er selbst Kiefer ein paar Mal umgebracht hatte und daher vielleicht von seinem hohen Ross runterkommen sollte. Hey! Rief Benjamin vom anderen Ende des Raums. Worüber schwätzt ihr beide? Anime. Ich hab gelogen. Ich glaube, er hat es uns abgekauft. Komm zurück hierher, ich brauche heute Abend keine weiteren Leichen. Benjamin war in der Ecke und wärmte sich die Hände über den Kerzenteller. Es war die einzige Lichtquelle im Gebäude und warf Schatten, die man vielleicht als gruselig bezeichnen könnte, wenn es nicht so eine ernste Tod- oder Lebenssituation gewesen wäre. Einige dieser Schatten sahen aus wie Gesichter, lächelten, lachten über uns Idioten. Ein, zwei sahen aus wie ehemalige Präsidenten. Einer davon fragte mich nach der Uhrzeit und... Heilige Scheiße. Ich war auf einem Trip. Geht's dir gut, Mann? Fragte Carlos und brachte mich zurück in die Realität. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hast du hier herausgefunden, wer die Bombe gelegt hat? Fragte Spencer Middleton mit einem glucksenden Geräusch. Was meinst du? Ich dachte, du warst es. Nope. Bomben sind nicht mein Stil. Wen kennst du, der eine Bombe bauen kann? Hey, wo ist Marlboro? Fragte ich. Benjamin nahm seinen Speer, welcher früher mal meine Krücke gewesen war, an die er sein Messer getaped hatte, und fragte. Wer zum Teufel ist Marlboro? Ist noch jemand hier? Marlboro, der andere Angestellte. Ich sah Carlos an, der nur mit den Achseln zuckte und sagte. Ich kenne keinen Marlboro. Wie viele Pillen hast du genommen? Hatte ich mir Marlboro die ganze Zeit nur eingebildet? Habe ich nur Tyler Durden-mäßig diesen Kerl ins Leben gerufen? Ich habe versucht, mich auf die Plane zu setzen, aber ich lag dann nur auf dem Rücken, während sich der ganze Raum drehte. Ich konnte die menschlichen Überreste unter der Plane spüren, während ich meinen Kopf ausruhte. Wie viel von dem Ganzen war überhaupt real? Du weißt, dass du den Verstand verlierst. Ich weiß. Vor all den Jahren versuchte der erste Arzt, mich auf das Leben mit meiner Krankheit vorzubereiten. Es gab nicht so viele andere Fälle vor mir, also wussten sie nicht genau, wie sich alles abspielen würde. Aber jeder Fall hatte zumindest ein paar gleiche Symptome. Da waren natürlich Gewichtsverlust, Müdigkeit, Kopfschmerzen, alle Anzeichen einer normalen körperlichen Krankheit von Anfang an. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung würde es mehr interessante Nebenwirkungen geben. Halluzinationen, Gedächtnisverlust, alles Denkbare. Und natürlich kann ich nicht richtig betäubt werden. Bei anderen Fällen haben sie versucht, ein künstliches Koma einzuleiten, aber das hat die Sache nur weiter versaut. Ich bin während Operation immer hellwach und halbwegs klar. Wenn ihr wissen wollt, wie das so ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es eigentlich ziemlich langweilig ist. Weißt du was? Normalerweise werden sie ohnmächtig, wenn ich jemandem nur genug wehtue. Der ganze Schmerz und so. Sie gaben mir ein paar Jahre, höchstens. Ich habe die Zeit nicht im Auge behalten. Marlboro kam in den Raum und machte seinen Reißverschluss zu. Vermutlich war er gerade aus dem Klo gekommen. Aber wer weiß das schon wirklich? Ich zeigte auf ihn und rief, der da, seht ihr ihn? Carlos sah, wo ihn ich zeigte, dann zurück zu mir. Was? Du meinst Jerry? Oh, stimmt. Er hat ja einen richtigen Namen. Ich hasse es, wenn er mich Marlboro nennt. Benjamin legte den improvisierten Speer zur Seite und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Feuer zu. Du bringst ihn besser unter Kontrolle. Du solltest dein Paket öffnen, sagte Spencer. Hey, warte mal, solltest du nicht tot sein? Nun... Solltest du nicht tot sein? Erwiderte er. Touché, Spencer. Mit wem redest du? Fragte Carlos. Spencer, antwortete ich. Hör auf damit, das macht uns ganz kirre. Zwei Kerzen brannten von Anfang bis Ende, bevor Benjamin entschied, dass keine Hilfe auf dem Weg war und es sei unsere beste Überlebenschance, es mit diesen Dingern da draußen aufzunehmen. Ich war anderer Meinung, aber Benjamin informierte mich auf seine höfliche Art, dass es nicht zur Wahl stand. Er machte etwas Platz an der Barrikade, damit wir gerade so nach draußen sehen konnten. Sobald wir wussten, wie die Situation war, konnten wir uns einen besseren Plan ausdenken. Das Problem war nur, dass er noch immer nicht richtig nach draußen sehen konnte. Etwas versperrte die Sicht von der anderen Seite der Glastür. Benjamin zog den Rest der Barrikade herunter und machte zum Bestaunen ein paar Schritte zurück. Nun, das sieht man nicht jeden Tag, sagte Jerry. Nein, sorry, das geht so nicht. Tut mir leid. Er heißt Marlboro. Wir waren in der Tankstelle eingesperrt. Auf der anderen Seite der Türen war ein Geflecht aus Bäumen zusammengewachsen, zu Knoten verdreht und gegen das Glas gepresst. Die Bäume waren so dicht in eine einzige Wand aus Baumstämmen gepresst, dass nicht einmal Licht durchdringen konnte. Soweit wir wissen, hätte draußen helllicht der Tag sein können. Wir müssen hier raus, sagte Benjamin. Wir haben die Hintertür überprüft, aber da sah es genauso aus. Ich habe mich oft gefragt, wie lange ein Mensch in der Tankstelle überleben kann, ohne neue Vorräte zu bekommen. Ich hätte das Szenario mindestens 1 Million Mal im Kopf durchgespielt. Was soll man auch sonst an langweiligen Nächten machen?
Ich musste das Gedankenexperiment mit tausenden verschiedenen Ausgangssituationen und Variablen durchgehen. Wie lange könnte ich überleben, wenn die Tankstelle in der Zeit zurückversetzt werden würde? Oder auf einen anderen Planeten? Was, wenn es eine Zombie-Apokalypse geben würde? Und so weiter. Was ich mir daher herleiten konnte, war, dass ich unter idealen Umständen 4 Jahre lang von den vorhandenen Vorräten leben konnte, solange ich eine Wasserquelle auftreiben konnte. 6 Wochen, wenn nicht. Das hier waren keine idealen Umstände. Wir hatten schon fast alle unsere Vorräte zertrümmert, in Waffen verwandelt oder gegessen. Wenn wir wirklich hier drin gefangen waren, würde es nicht lange dauern, bis wir uns gegenseitig essen würden. Während ich im Flur bei der Gefrierkammer darüber nachdachte, hörte mir das Geräusch von splitterndem Glas aus dem Hauptraum. Benjamin hob seinen Speer und ging voraus. Die Baumwand war immer noch auf der anderen Seite der Türen. Unser Durcheinander war immer noch da. Alles war so, wie wir es verlassen hatten, mit einer Ausnahme. Die Plane war zurückgezogen, Spencers Körper war weg und eine Reihe von Fußspuren aus geronnenem Blut führten von der Stelle, an der er sein sollte, zum zersplitterten Glas der Vordertür. Ganz so, als wäre er einfach aufgestanden, dann hingelaufen und dann von den Bäumen absorbiert worden. So, ich will jetzt, dass ihr Jungs ganz scharf nachdenkt, sagte Benjamin. Gibt's einen anderen Weg hier raus? Nun, begann Marlboro, ich schoss ihn einen Blick zu und schüttelte den Kopf, aber ich schätze, er konnte es im schwachen Kerzenlicht nicht sehen. Oder er war einfach zu dicht, um es zu verstehen. Da gibt's dieses Loch. Loch? Welches Loch? Das Loch im geheimen Raum hier hinten, hinter der Gefrierkammer. Geheimer Raum? Ja, hier drüben. Marlboro zeigte auf die leere Stelle an der Wand, an der sich die Tür befanden hatte. Die Besitzer hatten beschlossen, dass das Klügste, was sie tun konnten, als sie von dem geheimen Raum erfuhren, war, die Tür zu entfernen. Sie bauten eine gute alte Wand ein und wollten das alles vergessen. Aber das funktioniert nur, wenn sich auch alle einig sind, alles zu vergessen, Marlboro. Okay, du erzählst mir, also da ist ein geheimer Raum dahinter. Und da ist ein Loch in diesem Raum, in das wir vielleicht hineinpassen und fliehen könnten. Warum habt ihr Jungs mir das nicht schon früher gesagt? Er wartete nicht auf eine Antwort. Benjamin ging direkt an die Wand und begann sie mit seinem Speer zu zertrümmern. Und dann, nachdem er sie ein wenig zerstört hatte, benutzte er seine bloßen Hände. Nach einer Minute war die Wand wieder eine Tür. Während Benjamin ein paar Kerzen anzündete und um das riesige Loch im Boden stellte, packte ich Carlos und zog ihn zur Seite. Hey, sagte ich. Ich sollte dir etwas sagen. Ich habe das Paket geöffnet. Das wie ein Geschenk aussah. Ja, sagte er. Ja, sagte ich. Ich bin mir nicht sicher, wann ich endlich nachgegeben und es geöffnet hatte. Aber ich hatte den Inhalt der Schachtel in meiner Tasche für mindestens eine Kerze mit mir herumgetragen. Genau wie beim anderen Paket war wieder eine Notiz dabei. Ich habe nicht erwartet, dass du meinen Brief als Teil der Geschichte benutzt. Aber danke. LOL. Ich hatte nichts dagegen, dass du ihn benutzt hast. Das war cool. Ich mocht's. Ich war sehr überrascht. Danke. Ich mag deine Geschichten und mir war von Anfang an klar, dass es was Großes sein könnte. Deswegen habe ich geschrieben, was ich geschrieben habe. Ich war überrascht, dass du meinen Brief benutzt hast, auf eine gute Art und Weise. LOL. Danke, ich fühle mich wirklich geehrt. Unter diesem Brief befand sich eine kleine Handfeuerwaffe. Ich wusste genug über Pistolen aus Videospielen, um zu wissen, wie man den Clip überprüft, und tatsächlich war sie geladen. Ich zeigte die Waffe Carlos, der daraufhin meinte, das ist eine Ratchet 380. Ist das gut? Naja, das ist eine Knarre. Das Ding hat also vermutlich mehr Potenzial, etwas aufzuhalten als ein Stuhlwein. Warum hast du sie nicht ihm gegeben? Carlos zeigte auf unseren furchtlosen Anführer. Ich kenne oder vertraue ihm nicht. Gutes Argument. Hier, sagte ich, ich bin kein Waffennarr. Auf keinen Fall, Mann. Du behältst die. Er hat noch feine Weine. Du brauchst sie mehr als ich. Benjamin rief uns aus dem geheimen Raum. Ja, seid ihr jetzt bereit oder was? Zeit, um zu sehen, was hier unten ist. Dann sprang er rein. Ich hatte es vielleicht versäumt zu erwähnen, dass es ein 3 Meter langer Fall bis zum Höhlenboden war. Ich hatte auch ein wenig Freude an dem Geräusch von seiner Bruchlandung und dem anschließenden Gejammer. Der Rest von uns nahm eine Plane, rollte sie zusammen und machte ein paar Knoten rein, um die kümmerliche Version einer Strickleiter zu bekommen. Ich muss das dem Plan schon lassen. Die Teile sind echt nützlich. Wir hatten stundenlang oberirdisch in einem Raum mit einem toten Körper, ungekühltem Essen und Benjamins Körpergeruch verbracht. Wir hatten Dosenbohnen gegessen und ich glaube, jemand hat sich in den Mülleimer übergeben. Der Punkt ist, wir rochen alle ziemlich schrecklich. So schrecklich, dass ich sogar fast glaube, dass ich meinen Geruchssinn verloren hatte. Als wir jetzt das Loch herunterkletterten, wurde mir klar, dass wir gar nicht so schlecht rochen. Das Zeug da unten machte unseren Tankstellenmief zu einem Eau de Cologne. Die schlimmsten, übelerregendsten Gerüche von der Regenrinne waren nichts im Vergleich zu dem hier. Ist es möglich, dass ein Geruch schwer sein kann? Weil
Das ist das beste Wort, mit dem ich das beschreiben kann. Nicht dicht, sondern einfach nur schwer. Carlos und Marlboro übergaben sich abwechselnd und als sie fertig waren, verteilte Benjamin die Fackeln, die er aus dem mit Benzin getränkten Lumpen und Stuhlbein gemacht hatte. Ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist, aber er ist ein geborener Handwerker. Die Höhle war ein gerader Tunnel, der unter der Tankstelle begann und von der Stadt wegführte. Er war hoch genug, damit wir alle bequem stehen konnten und es gab eine leichte Neigung, die dafür sorgte, dass wir uns weiter nach unten bewegten, als wir den Tunnel entlang gingen. Was zum Teufel ist das? Fragte Benjamin nach etwa 7 Metern. Er wedelte mit seiner Fackel vor der Wand und ich sah, dass jemand eine Nachricht in Rot auf die Höhlenwand gesprüht hatte. Diese lautete in wackeliger Handschrift: Rita the Raccoon ate the Cocoon. Ich sagte es ein paar Mal in meinem Kopf auf und ich war angepisst, wie nah dran es war, sich zu reimen und es nicht tat. Wie bei einem Lied, das eine halbe Note daneben war. Die Handschrift kam mir seltsam vertraut vor. Insbesondere das große R. Aber ich konnte mich nicht erinnern, warum. Oh, und da war noch ein weiterer Gartenzwerg auf dem Boden davor. Wir gingen weiter durch die Höhle mit Benjamin weit vor uns. Ich war hinten und humpelte, so gut es ging, mit einer einzigen Krücke hinterher. Je tiefer wir kamen, desto enger wurde der Gang und desto stärker wurde der Geruch. Hier unten, weg von der Tankstelle zu sein, fühlte sich in keinster Weise wie eine Verbesserung an. Aber es dauerte, bis wir den Baum erreicht hatten, dass ich der Auffassung war, dass wir wirklich einen Fehler gemacht haben. Ich weiß nicht, wie weit wir bereits da unten gekommen waren. Vielleicht eine halbe Meile oder so? Krückenmeilen fühlen sich viel länger an als normale Meilen. Aber schließlich stießen wir auf einen riesigen schwarzen Baum, der die ganze Breite der Höhle einnahm und der wie einer dieser 1000 Jahre alten Mammutbäume aussah. Groß genug, dass eine 2-spurige Straße darauf Platz hätte. Heilige Scheiße, brachte Benjamin hervor. Ich war der Letzte, der sah, warum alle so große Augen machten und was sie angafften. Der Baum war nicht nur riesig, sondern hatte auch einige Eigenschaften, die ihr nicht so von einem Baum erwarten würdet. Insbesondere die menschlichen Körperteile. Ein paar Arme und Beine ragten an zufälligen Stellen heraus. Und genau auf Augenhöhe war ein menschliches Gesicht. Hey, sagte Marlboro, ich kenne den Kerl, das ist Patrick. Er berührte Patricks Gesicht und er schälte sich ab und fiel zu Boden wie eine nasse Halloween-Maske. Ich glaube nicht, dass es überleben wird, sagte Benjamin, als er etwas aus seiner Jackentasche zog und es an dem Baum klebte. Was ist das? Fragte ich. Überraschenderweise war es Marlboro, der antwortete. Das sieht für mich wie C4-Plastiksprengstoff aus. Benjamin kicherte. Wow, du gewinnst den ersten Preis dafür, Rain Man. Ja, er ist der letzte Rest meiner Sprengstoffvorräte. Wir haben die ganze letzte Woche versucht, dieses Ding Stück für Stück zu töten, aber es wächst einfach immer wieder nach. Muss das Wurzelnetzwerk zerstören, alles in die Luft sprengen und das Körn töten, damit das restliche Netzwerk abstirbt. Das warst du, der die Bombe in der Tankstelle gelegt hat, sagte ich. Ja, nu, damals sagte ich, das Gebäude war das Epizentrum dieser ganzen Sache. Hey, unterbrach Carlos, Jack war noch in dem Gebäude, als du es platziert hast. Ich weiß. Leute? Marlboro versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, aber es hat nicht funktioniert. Du wusstest es? Er wäre gestorben, wenn das Ding losgegangen wäre. Leute? Also, Arschgeigen. Das hier ist Krieg. Und im Krieg gibt es immer Verluste. Man kann keine Erdnussbutter machen, ohne ein paar Nüsse zu zerschlagen. Leute? Was? Schrie Benjamin. Ich bin hier etwas beschäftigt. Marlboro zeigte den Weg zurück, wir alle drehten uns um und sahen Spencer in der Mitte des Ganges stehen. Ein böses Lächeln auf seinem Gesicht. Hi, habt ihr mich vermisst? Carlos schrie mich an. Jack, die Waffe! Ich zog die Waffe aus meiner Tasche und warf sie so fest ich konnte. Sie schlug Spencer direkt ins Gesicht und er fiel um. Ich war für 2 Sekunden sehr stolz auf die Leistung, bis ich erkannte, was ich falsch gemacht hatte. Was als nächstes passierte, geschah fast zu schnell, um es zu verstehen. Irgendetwas platzte aus der Wand direkt neben uns. Ein riesiges Objekt, so groß wie ein Auto und handförmig, wickelte seine riesigen Finger um die anderen 3 und zog sie in die Wand. Und dann war ich am Fallen. Die Erde hatte sich unter mir geöffnet und ich rutschte durch einen dunklen Tunnel. Nein, ich wurde vielmehr gezogen oder mehr wie verschluckt, wenn ich darüber nachdenke. Es ging eine Weile lang so, Dreck füllte meine Nase, Ohren und Mund und dann spuckte es mich in einen pechschwarzen Raum auf ein felsiges, nasses Stück Erde aus. Ich landete auf meinem kaputten Bein und brach es wohl noch einmal. Nun, zumindest habe ich es dieses Mal geschafft, Spencer zu treffen. Was letzte Momente auf Erden angeht, war das hier eine leichte Verbesserung zu letzter Woche. Der Raum, in dem ich war, war kühl, nicht kalt und katakombig. Ich konnte meinen Atem von den Wänden hallen hören. Ich konnte auch noch etwas anderes atmen hören. Ich
wurde mir auf einmal einer anderen Präsenz dort unten bewusst. Es ist in etwa so schwer zu erklären, wie wenn man direkt nach dem Aufwachen versucht zu erklären, was in einem Traum passiert ist. Das ist etwas, das man erlebt haben muss, um es zu verstehen. Aber das Gefühl war so etwas wie in ein gemeinsames Bewusstsein eingeklinkt zu werden. Mit einer anderen Intelligenz, die ihre Gedanken direkt in meinen Kopf setzen konnte. Natürlich könnten es nur die ganzen Drogen gewesen sein. Willkommen in meinem Haus, sprach eine laute Stimme von irgendwo im pechschwarzen Raum. Es tut mir leid, dass es so lange gebraucht hat, uns zu treffen. Ich kann nichts sehen. Ja, welchen Teil von dunkler Gott verstehst du nicht? Na scheiße. Ich bin im Thronsaal des dunklen Gottes und er klingt wie ein Internet-Troll. Ich schätze, das ergibt Sinn. Ich sollte die Sache wohl über mich bringen. Könntest du vielleicht ein paar Lichter anmachen, damit ich sehen kann, mit wem ich spreche? Er seufzte sehr menschlich und rief: Na gut. Aus dem Nichts verwandelte sich der ganze Raum in ein intensives, wütendes, helles Weiß. Alles, was ich sehen konnte, war reines Licht. Ich bedeckte meine Augen, aber selbst dann konnte ich die Knochen meiner Hände durch meine Augenlider sehen. Selbst mit den Medikamenten tat das weh. Zu hell, zu hell! Ich schrie. Mach irgend so ein Mittelding. Wow, antwortete die Stimme. Ich wusste nicht, dass du dich wie so ein großes Baby anstellen würdest. Und dann, ebenso plötzlich ließ die Helligkeit nach. Und nach einem Moment stellten sich meine Pupillen ein und ich konnte sehen, mit wem ich bis jetzt gesprochen hatte. Seht, rief er, und zittert vor dem dunklen Gott. Er, sofern es ein Er war, ich richte mich hier einfach nach dem Klang der Stimme, war etwa so groß wie ein Elefant. Geschwollen und rund mit einer gebräunten gelben Haut. Das beste Tier, dem er ähnelte, wäre wohl eine riesige Zecke mit 6 Reihen von Stummelarmen auf beiden Seiten, 6 Reihen von hängenden Brüsten und einem menschengroßen Kopf auf der Oberseite. Dieser hatte ein etwas menschliches Gesicht und keinen Hals. Der Körper war an der breitesten Stelle des Bauches mit dem Boden verbunden, ganz so als wäre es halb vergraben. Und um der ganzen Sache die Krone aufzusetzen, hatte das Ding einen roten Iro. Er lächelte mich an. Na, was denkst du? Über was? Meine Haare. Ist das nicht toll? Er schaute zu seinem Irokesenlauf. Ich glaube schon. Du glaubst schon? Hast du eine Ahnung, wie sehr ich mich anstrengen muss, mein Haar so herzurichten? Weißt du was? Nein, schon in Ordnung. Ich hätte meine Zeit nicht damit verschwenden sollen, dich zu beeindrucken. Das ist meine Schuld. Okay, sagte ich und versuchte aufzustehen, nur um mich daran zu erinnern, dass mein Bein ziemlich gebrochen war. Ich war also unbeweglich, unter der Erde, high und ohne Waffen. Es gab wirklich keine Möglichkeit, hier abzuhauen. Wenn du mich schon umbringst, würdest dir was ausmachen, die Sache hinter dich zu bringen? Was ist los mit euch Leuten? So misstrauisch, so vorurteilsbehaftet. Warum denkt ihr immer, wenn ihr etwas seht, das ihr nicht versteht, dass es euch töten wird oder ihr es töten müsst? Ich bin nicht das Monster hier. Ihr seid es. Ich kann in eure Seele sehen. Ich habe eure Sünden gesehen. Erinnerst du dich an die Zeit, als du 15 warst und das Auto des Schuldirektors zerkratzt hast? Nein. Wirklich? Vielleicht warst du das nicht. Menschen sehen alle gleich aus. Warum bin ich hier? Warum hast du mich in den Untergrund geschleppt? Weil ich keine andere Möglichkeit finde, um mit dir zu reden, Jack. Und ich wollte dir sagen, dass du aufhören sollst, meine Kinder zu töten. Du hast so viele von uns verbrannt und was haben wir dir je getan? Die Kieferpflanzen? Ja, nur Backups, weil dieser Idiot so ungeschickt ist. Sie sind harmlos. Ich habe versucht, ein paar Leute ins Amt zu bringen, damit ich in dieser schrecklichen Stadt als politischen Einfluss bekomme. Um die Welt zu erobern? Fragte ich, obwohl ich anfing zu sehen, wohin dieses Gespräch führte. Nein, ich will den Stadtrat drängen, die Abholzung einzuschränken. Ich versuche, die Welt zu retten. Aber du und deine schrecklichen Freunde töten uns und versuchen, mich in die Luft zu jagen. Aber Spencer, er hat mich zusammengeschlagen. Der Kerl ist schrecklich und er befolgt deine Befehle. Also, Entschuldigung, dass ich glaube, dass man Leuten eine zweite Chance geben sollte. Ich habe Spencer angehört, weil ich jemanden brauchte, der Kiefer beschützt. Und ich habe ihm ganz konkret befohlen, niemanden zu töten. Er hat dem zugestimmt. Aber, du hast Tonnen von Menschen getötet. Die Kultisten, ihr ganzes Gelände. Ja, eigentlich ja nicht.
Ich hasse es, derjenige zu sein, der das sagen muss, aber diese Typen haben sich selbst umgebracht. Ha, es war ein wirklich trauriger Massenselbstmord. Aber wenn ihr ihnen zugehört habt, glaube ich, war es ziemlich offensichtlich, dass es so kommen würde. Ich meine, Konsequenzialismus kombiniert mit einer moralischen Verpflichtung, Leiden zu beenden? Bitte. Er wedelte einen seiner sechs Arme in einer Masturbationsbewegung und fuhr fort. Ich wollte nicht, dass all diese perfekt geformten, erwachsenen Körper vor die Hunde gehen. Weißt du überhaupt, wie schwer es ist, einen davon von Grund auf neu zu machen? Ziemlich schwer. Aber du hast uns diese Dinge an der Tankstelle auf den Hals gehetzt. Und schon wieder dieser egozentrische Heldenkomplex. Es ging nie um dich. Ich habe meine Kinder losgeschickt, um Spencers Körper zurückzuholen. Ich hatte gehofft, ich könnte ihn rechtzeitig nach Hause bringen, ihn reparieren, bevor es zu bleibenden Hirnschäden kommt. Ich denke, das nächste Mal, wenn du ihn siehst, solltest du dich dafür entschuldigen, was passiert ist. Ich sag's dir, seitdem Romero Zombies cool gemacht hat, müssen Leute nur einen Toten sehen, der wieder zum Leben erwacht ist, und sofort bekommen sie diesen Drang zu töten, töten, töten. Was ist daraus geworden, sowas ein Wunder zu nennen? Niemand ist ausgerastet, als Jesus zurückkam. Willst du damit sagen, dass Jesus wie diese Mathematisten war? Nur eine wiederbelebte Leiche? Willst du wirklich darüber reden, Jack? Aber bedeutet dunkler Gott nicht böse? Er seufzte. Als ich das letzte Mal wach war, hatte dunkler Gott eine ganz andere Bedeutung. Aber du kannst mein Branding nicht als Entschuldigung benutzen, um Kiefer zu verbrennen. Wenn du mich fragst, hast du die Trachtprügel mehr als verdient. Aber ich suchte nach Beweisen, dass der dunkle Gott das Monster war, von dem ich wusste, dass er es war. Aber das Einzige, was mir einfiel, war eine traurige, eiskalte Erkenntnis. Wir sind die Monster? Ich fürchte ja. Es tut mir leid. Gut, das ist ein Anfang. Das ist es also? Du bist der Grund für all das seltsame Zeug, das hier in der Tankstelle vor sich geht? Er lachte wieder und wackelte mit dem Kopf, was ich für seine Version eines Neins hielt. Nein, ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe keine Ahnung, was die Hälfte davon da draußen ist. Deine Tankstelle ist seltsam und selbst ich weiß nicht warum. Die Handpflanzen und Kiefer waren ich. Der Geruch? Ich gestehe es, das bin ich auch. Aber all das andere Zeug? Mann, es macht mich verrückt. Weißt du, dieses seltsam glühende Wurmwanzending? Das war ziemlich seltsam, oder? Also, was machen wir jetzt? Ich schicke dich und deine Freunde nach Hause und du hörst auf, mich zu töten. Das ist mein Deal. Können wir uns darauf einigen? Ja, ich denke schon. Gut. Sollen wir darauf die Hände schütteln oder? In diesem Moment brach eine riesige Hand aus der Wand und wickelte ihre Finger fest um mich. Und das nächste, was ich wusste, war, dass ich auf allen Vieren auf der Straße vor der Tankstelle lag und Dreck aushustete. Es war morgens. Oh gut, sagte Benjamin. Du hast es auch geschafft. Ich schaute hinüber und sah die anderen drei dort stehen, bedeckt mit schwarzem Dreck. Ich war wieder da, wo es angefangen hatte. Die Bäume waren alle verschwunden, ohne ein Zeichen zu hinterlassen, dass sie überhaupt je da gewesen waren. Die Tankstelle war ein Wrack. Die Vordertüren waren zerschmettert und die Waschbären waren auf Beutezug und packten alles Essbare, was sie finden konnten, um es in ihr Nest zu bringen. Was ist passiert, Mann? Fragte Carlos. Ich bin mir nicht sicher, antwortete ich und holte die Dreckklumpen aus meiner Nase und meinen Ohren. Nun, du hast Glück. Deine Freunde haben mich ein paar Minuten warten lassen, um dir eine Chance zu geben, rauszukommen. Ich schaute auf meine Hände. Sie waren fast schwarz von all den Schichten aus Dreck, die sie bedeckten. Worauf warten? Fragte ich. Dafür, antwortete Benjamin, als er den Knopf an seinem Fernzünder drückte. Irgendwo tief im Wald gab es eine Explosion, die die Erde erschütterte und die Vögel in den Himmel hochfliegen ließ. Carlos' Autoalarm ging los und der Bürgersteig riss. Eine schwarze Wolke begann langsam den Himmel zu füllen und ich fühlte etwas in meinem Kopf schreien und sterben. Mein Geschäft ist hier getan. Wenn es dir nichts ausmacht, werde ich mich aus dem Staub machen, bevor die Bullen auftauchen. Dann ging er in den Wald und wir werden ihn hoffentlich nie wieder sehen. Und das ist alles, was passiert ist. Auch wenn ihr es nicht glaubt, aber ich bin wieder an der Tankstelle und arbeite. Arnold ist von der Polizei beurlaubt worden auf eigenen Antrag und ich wollte nicht nach Details fragen. Also haben wir jetzt einen neuen Deputy, der uns babysittet. Ich erzähle euch ein anderes Mal alles über sie. Die Polizei untersuchte den Vorfall und beschloss, dass wir alle Opfer einer durch einen Gasleck verursachten Hysterie gewesen sind. Wieder einmal nichts Übernatürliches zu berichten. Ich weiß nicht, ob dies das Ende für den dunklen Gott war, aber ich weiß, dass ich keinen Zwang verspürt habe, weiter zu graben, seit Benjamin diesen unterirdischen Baum in die Luft gejagt hat. Die Dinge kehren langsam wieder zu unserer Art von Normal zurück. Ich arbeite immer noch viel zu viel, ich führe immer noch Tagebuch und es passieren immer noch seltsame Dinge an der heruntergekommenen Tankstelle am Rande der Stadt.
Erst gestern haben die Leute angefangen zu berichten, dass sie im Wald etwas gesehen haben, das aussah wie ein riesiger Waschbär mit Fledermausflügeln, der kleine Tiere gerissen hat, bevor er in den Wald davonflog. Sie haben sogar gesagt, dass dieses Waschbärmonster im Dunkeln leuchtet. Marlboro kam gerade auf mich zu und fragte, »Du weißt, dass ein Typ im Klo ist, der wie ein Cowboy angezogen ist?« Ich versicherte ihm, dass ich das nicht wusste. Das ist vielleicht das letzte Update für eine Weile. Es wird eine Menge Arbeit sein, diesen Ort wieder zusammenzusetzen und ich habe eine ganz neue Crew von Teilzeitkräften zu trainieren, also bis zum nächsten Mal. Jack.